die Entrückung. Wirklich vor der großen Trübsalstat. Dies ist ein Warn- und Bußruf. Besonders und persönlich an Sie, Herr Dr. Roger Libby. Auch wenn Sie mittlerweile in Hebräisch predigen, verkündigen Sie dennoch seit Jahrzehnten eine israelfeindselige Lehre. Eine Lehre, die das auserwählte Volk Gottes, Israel, aus dem Leib Christi ausschließt, obwohl diesem Israel nach dem Fleisch die Sohnschaft gehört, der Bund, der Gottesdienst, das Gesetz und die Herrlichkeit, sowie die Verheißung. Denn aus ihnen kommt auch der Herr, Jesus, der Christus nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Sie sind der vom Herrn gepflanzte Ölbaum, in dem die Nationen, die Unbeschnittenen nach dem Fleisch, durch die Beschneidung am Herzen, durch den Glauben und die Taufe in die Bürgerschaft Israels eingepropft worden sind. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um unseretwillen, doch nach der Berufung Gottes Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Diese feindselige und künstlich herbeigeführte Zerschneidung des einen Leibes Christi, dieses vom Herrn gepflanzten Ölbaumes, ist für ihre Irrlehre einer stillen und heimlichen Vorentrückung der vermeintlichen Gemeinde vor der großen Trübsal unbedingt notwendig. Jedoch tasten sie hiermit den Augapfel Gottes an und zertrennen diesen einen Leib, bestehend aus dem auserwählten Volk Israel nach dem Fleisch, das zur Zeit um unseres Heils willen verstockt ist, und bestehend aus all den Menschen, die durch das Werk Jesu Christi diesem Testament und der Verheißung der Erbschaft Israels hinzugefügt wurden, den Miterben Christi. Diese Verstockung des Überrestes Israel wird so lange andauern, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Von dort an wird der Herr der Sünden seines Volkes nicht mehr gedenken und den Geist der Gnade und des Gebetes über sie ausgießen, so dass sie ihn erkennen werden, ihn selbst, den, den sie durchstochen haben. Und dies wird am Ende passieren, wenn Jerusalem belagert wird und der Antichrist und der falsche Prophet bereits offenbar geworden sind und ihm die Macht gegeben wird, die Heiligen zu überwinden. Das wird der Moment sein, in dem der Herr sichtbar für alle Augen in Kraft und Herrlichkeit erscheinen wird und diesen einen Leib zu sich holen wird. Diese Wiederkunft des Herrn wird uns zum Segen sein, zum ewigen Leben und dieser Welt zum endgültigen Gericht und Verderben. Aufgrund ihrer irdischen Gesinnung verkündigen sie seit Jahrzehnten ein verkehrtes und verfluchtes Evangelium, das die Menschen in dem Glauben lässt, dass sie die vom Herrn festgelegte Berufung seines Leibes, seiner Nachfolge in seinen Fußtapfen durch Trübsale und Verfolgung nicht mehr gilt, da sie ja nun das himmlische Volk Gottes darstellen und das Volk Israel lediglich das irdische. Und nach ihren Ausführungen gilt nur dem irdischen Volk diese Zeit der Trübsal und Verfolgung. Genau vor diesem Hochmut gegenüber dem vom Herrn gepflanzten Ölbaum hat der Apostel Paulus in aller Deutlichkeit gewarnt. Diese Irrlehre des Dispensationalismus hat in den letzten Jahrzehnten um sich gefressen wie der Krebs, so dass der Großteil der evangelikalen Kreise dieser Irrlehre aufgrund ihrer Verkündigung anheimgefallen sind. Und dafür sind sie hauptverantwortlich für diese über den deutschsprachigen Raum hinaus um sich fressende Irrlehre, die den Menschen in die ewige Verdammnis führt.
aufgrund der sich immer mehr erfüllenden Zeichen der Zeit aus der Endzeitrede Jesu, wird immer deutlicher, wie falsch diese Lehre und die damit verbundene falsche Weissagung und Prophetie einer stillen und heimlichen Vorentrückung vor der großen Trübsal ist. Auf der Seite der Prophetikon und der dort zu findenden Formulierung wird deutlich, dass nun auch Ihnen und Ihrem Gefolge dies langsam deutlich wird und auf die Füße fällt. Hören Sie sofort damit auf, diese Lehre weiter zu verkündigen und nun den endzeitlichen Ereignissen lediglich anzupassen. Es ist Gnade, dass der Herr Ihnen hiermit noch einmal die Möglichkeit schenkt, auf der Prophetikon in aller Öffentlichkeit zu widerrufen und Buße zu tun und den allmächtigen Herrn und Gott um Vergebung zu bitten für die Verführung von Millionen Menschen. Bitten Sie im selben Atemzug die Gläubigen um Vergebung und rufen Sie sie zur Buße auf, zur Nachfolge in die vorbestimmten Fußtapfen des Lammes Gottes. Verwerfen Sie in aller Öffentlichkeit all Ihre Predigten und Bücher. Rufen Sie alle Gläubigen heraus aus all diesen christlich-weltlichen Jochgemeinschaften mit dieser Welt, die Sie Gemeinde Jesu nennen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, die der Herr Ihnen hiermit aufzeigt, bevor es für Sie keinen Raum mehr geben wird zur Buße und der Herr das Blut der Millionen irregeleiteten Menschen von Ihren Händen fordern wird, an dem Sie mit der Verkündigung eines verfluchten und verkehrten Evangeliums schuldig geworden sind. Tun Sie Buße.